Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf, steigst aus dem Bett und stellst fest, dass etwas nicht stimmt. Der Kleiderschrank ist jetzt ein Tresor. Das Badezimmer hat eine Tresortür, genauso wie die Küche. Du wurdest aus deinem Leben ausgesperrt. An den Wänden prangt eine Botschaft: Willst du wieder Zugang haben? Dann musst du 3 Millionen $ an eine kriminelle Bande zahlen. Oh, und sie haben dich außerdem in den letzten Jahren heimlich gefilmt. Wenn du nicht bezahlst, können sie ganz einfach alle Aufnahmen veröffentlichen. Jeden Tag wachen Hunderte von Menschen auf der ganzen Welt in dieser Realität auf. Nur befinden sich die Schlösser nicht in der realen Welt, sondern in der virtuellen. Das ist Ransomware, eine milliardenschwere Erpressungsindustrie, die auf einer simplen Prämisse beruht: Zahlen oder ruiniert werden. Die Funktionsweise von Ransomware-Angriffen ist recht simpel. Zunächst verschaffen sich die Kriminellen Zugang zum System des Opfers. Das kann durch Phishing, Bestechung eines Angestellten oder, wie im Fall des Colonial Pipeline-Angriffs im Jahr 2021, einfach durch das Herausfinden eines Passworts durch ein Leck geschehen. Dann schleusen die Angreifer einen einfachen, sich selbst replizierenden Code ein, der alle Daten, die er findet, akribisch verschlüsselt. Der Code versteckt sich im Hintergrund, vermeidet kritische Dateien und zieht weiter zu anderen Computern des Netzwerks. In der Zwischenzeit werden die wichtigsten Dateien ermittelt und für alle Fälle direkt in ein Versteck im Dark Web übertragen. And obviously leave a message that your data has been locked until you pay the ransom. Or if you don't pay the ransom, we won't give you back the key and we'll publish the data that we exfiltrated. Das Gerät ist jetzt quasi nur noch ein teurer Briefbeschwerer. Für Privatleute ist das schon fatal und für Unternehmen ist es noch viel schlimmer. Kunden können nicht bedient werden, Zahlungen können nicht abgewickelt werden, Waren können nicht gekauft oder verkauft werden. Die Opfer haben dann zwei Möglichkeiten. Man kann zahlen und die Konsequenzen dadurch vielleicht vermeiden, oder man kann versuchen, den Schaden zu beheben. Man kann sein System löschen und alles neu aufsetzen oder ein Backup verwenden, wenn es eins gibt. Aber das kostet oft eine Menge Geld und es besteht immer die Gefahr einer erneuten Infektion. If you pay, you probably get those files back, but it's a fishy thing. It's never 100%. Also, they can impose you with a double ransom. They can ask for more money. It's a harsh business because you can't really take your attackers into court. Für kleine Betriebe, die den Großteil der Ransomware-Opfer ausmachen, bedeutet das häufig den Bankrott. Angriffe auf größere Unternehmen können zu einer Katastrophe für Tausende von Menschen führen. This is potentially the most substantial and damaging attack on US critical infrastructure ever. How a group of criminals was able to infiltrate your networks, steal nearly 100 gigabytes of data in just 2 hours and then lock your systems with ransomware to demand payment. Die Colonial Pipeline Story endete in einer massiven Krise. Ganze Bundesstaaten waren betroffen und wegen des Treibstoffmangels lahmgelegt. Und die Kriminellen griffen nicht mal die industrielle Infrastruktur der Pipeline an. Sie legten lediglich den Teil des Unternehmens lahm, der für die Zahlungsabwicklung zuständig ist. Der Rest des Schadens wurde quasi vom Unternehmen selbst verursacht, das nicht mehr handlungsfähig war und beschloss, den Betrieb einzustellen. Die Kriminellen bekamen aber, was sie wollten, und The Colonial sah sie nie wieder. Aber wer waren sie? Der Angriff auf die Colonial Pipeline wurde von Darkside verübt. Allem Anschein nach eine damals recht neue und kurzlebige Gang. Sie führte mehrere erfolgreiche Angriffe durch, erpresste mehrere Millionen Dollar und verschwand innerhalb eines Jahres wieder von der Bildfläche. Im Vergleich zu den großen Akteuren auf dem Markt war Darkside nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zu der Zeit wurde der Markt von Unternehmen wie Conti, Lockbit und Revil beherrscht. Sie alle, einschließlich Darkside, haben eines gemeinsam, nämlich ihren Standort. Keine dieser Banden macht einen Hehl daraus, dass sie vom post-sowjetischen Raum aus operieren, hauptsächlich von Russland und den umliegenden Ländern aus. So like Russia, Kazakhstan, Ukraine, the Baltics, these countries, mostly Russia. Die Anführer dieser Banden sind Teil der russischen kriminellen Elite und genießen sowohl den Schutz der Regierung als auch die Freiheit, sich an der Ausbeute zu bereichern. Es ist allerdings nicht ganz richtig, sie ausschließlich als russische Gruppen zu bezeichnen. Es handelt sich um regelrechte internationale Zusammenschlüsse, in denen Hunderte von Kriminellen aus aller Welt vereint agieren.
Zum Beispiel Lockbit, die größte cyberkriminelle Bande, die je existiert hat. Sie verfügt über rund 100 qualifizierte Entwickler und Kundendienstspezialisten, die an der Software arbeiten und die Operation verwalten. Aber sie führen die Angriffe nicht selbst aus. Diese Aufgabe wird an die Partner delegiert. Tausende und Abertausende von Kleinkriminellen aus der ganzen Welt. Ein solches Modell ist als Ransomware as a Service bekannt. Es wurde direkt aus den Büchern seriöser Unternehmen kopiert und hat sich als äußerst vielseitig erwiesen. Es ist nicht nur profitabel, sondern ermöglicht es den Hauptverantwortlichen, sich der Fahndung zu entziehen. Wann immer ein Partner von den Strafverfolgungsbehörden gefasst wird, tauchen Dutzende neue auf, um den Job zu übernehmen. Und die Gewinne können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir werden nie mit Sicherheit wissen, wie viel Geld an die Ransomware-Gruppen gezahlt wird. Manche Zahlungen sind allerdings öffentlich. So zahlte die Colonial Pipeline über 2 Millionen Dollar für die Wiederaufnahme des Betriebs. Und das ist noch gar nichts im Vergleich zu der größten jemals verzeichneten Zahlung. 40 Millionen Dollar, die die Versicherungsgesellschaft CNA im Jahr 2021 leistete. Im Jahr 2022 wird der Gesamtumsatz von Ransomware-Gruppen auf fast eine halbe Milliarde geschätzt. Some reports say that ransomware operations will reach $1 billion market capitalization or like revenue next year. Some reports say that it has already been reached. So we can only assume and calculate the ones that we know of. And some reports say that less than 60% of all of the companies report ransomware attacks. So I would say that we've probably reached that 1 billion. Doch das ist nur die Summe, die die Cyberkriminellen verdienen. Der Schaden, den sie verursachen, ist um ein Vielfaches höher. Löschung der Systeme, Wiederherstellung der Daten und Sicherstellung, dass sich der Angriff nicht wiederholen kann. Und das alles ohne einen einzigen Cent von den Kunden dafür zu bekommen. Es wird geschätzt, dass der von Ransomware-Banden verursachte Gesamtschaden im Jahr 2021 20 Milliarden Dollar erreicht. Und innerhalb eines Jahrzehnts wird er sich wahrscheinlich verzehnfachen. Geschichten wie die von CNA und der Colonial Pipeline landen in den Nachrichten, aber die meisten Ransomware-Opfer bleiben im Verborgenen. Die Zahl der Unternehmen und Personen, die ausgebeutet werden können, ist endlos. Auf der einen Seite können Angreifer ein weites Netz auswerfen und versuchen, so viele Computer wie möglich zu infizieren, wobei sie es auf Einzelpersonen und deren persönliche Daten absehen. Auf der anderen Seite führen sie gezielte Angriffe durch und suchen nach Unternehmen, die schwieriger zu knacken sind, aber viel mehr Geld einbringen können. Unternehmen auf allen Kontinenten, in allen Branchen und in allen Größen. Ransomware-Banden schrecken nicht davor zurück, alles anzugreifen, was ihnen in die Finger kommt, auch Krankenhäuser, Notunterkünfte und Wohltätigkeitsorganisationen. Sollten Kriminelle jemals einen Ehrenkodex gehabt haben, ist dieser inzwischen längst vergessen. Ransomware operators, especially the ones based in Russia, they know no fear, they don't give a damn. Like at all, some of them have Twitter accounts, just, you know, posting how they're cooking shashlik with names of ransomware gangs in their Twitter handles. Wie lässt sich das Ganze also verhindern? Gibt es einen einfachen Weg, dieses Problem loszuwerden? Nein. Wer immer eine einfache Lösung verspricht, lügt wahrscheinlich oder macht sich selbst etwas vor. Was allerdings getan werden kann, ist, das Bewusstsein zu schärfen. Je mehr Menschen wissen, was Ransom ist und wie es funktioniert, desto besser. Das Ausmaß dieser kriminellen Aktivität ist oft nur schwer zu erkennen. Deshalb hat CyberNews ein neues Tool namens Ransom Looker entwickelt, das unten in der Videobeschreibung zu finden ist. Es handelt sich dabei um die weltweit größte und umfassendste Visualisierung von Ransomware-Statistiken. Es zeigt die Größe und die Tragweite der gesamten Branche mit ihren größten Akteuren, Opfern und Trends. Um das Ganze zu erstellen, hat sich unser Team an Orte begeben, von denen wir besser nicht berichten. Und wir wären sehr dankbar, wenn ihr das Ganze mal auscheckt und uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mitteilt. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.